Ja, hallo Leute, Stefan vom Team Dark Decider. Ich habe ja den Karakuri 6 bei mir über Skype. Sag hallo. Hallo, hier ist der Karakuri6 von Team Dark Desire. Okay, wieder eine neue Folge von Versus heute. Zwei Fallenkarten diesmal. Sollten eigentlich in jedem Deck drinnen sein. Ich enthülle sie mal. Links das Warning und rechts das Urteil. Ja, wahrscheinlich die besten Fallenkarten im Spiel. Warning ist auf 2. Urteil ist auf 1. Ja, ich erkläre mal die Effekte, weil es gibt, glaube ich, einige Leute, die den Effekt von Warning nicht so ganz verstehen. Ja, es sind beides Kontrafallenkarten, was mal sehr, sehr gut ist, weil das sind die schnellsten Karten im Spiel. Warning kann die Beschwörung eines Monsters annullieren oder den Effekt einer Karte, die ein Monster Spezialbeschwörung beschwört, und die Karte annullieren und zerstören. Was jetzt viele nicht wissen ist, wenn jetzt der Gegner zum Beispiel Wiedergeburt aktiviert, müsste das Warning auf die Wiedergeburt machen, nicht auf das Monster, das kommt. Kann ich im Moment jetzt auch nicht erklären. Wird, glaube ich, zu lange dauern, irgendwie oder so, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall so. Und ich muss was Test sagen. Tiger, still sein kurz, ist zum Beispiel auch ein Beispiel. Wenn jetzt Test Tiger kommt und er will sich als Tribut anbieten, meinen zu Special, müsste er den Test Tiger annullieren und nicht das Monster, das dann kommt. Ja, eine Normalbeschwörung könnte damit auch annullieren. Ja, was ist noch was? Call of the Haunted zum Warte, ich Beispiel. wollte noch was sagen, ich wollte noch Ja, was sagen. sag was. Man kann mit Urteil keine Guards annullieren, auch Ja, beim das sagt man Warning. da beim Urteil, nicht beim Warning. Ja, Wie gut, dann normal? hat Warning den Vorteil, es kann Guards annullieren, es kann aber nicht Trigodi annullieren und nicht Battlefader. Warum kann es Guards. Trigodia nicht annullieren? Ja, es könnte Guards auch nicht annullieren. Guards hat den Effekt, also es ist der Effekt von Guards, der Doch, Monster spezial beschwört. Drum Warning kannst. kann doch Guards und Trigodia annullieren. Ja, ich will es dir gerade erklären, es kann Guards annullieren, wenn Guards ein Monster spezial beschwört. Sonst könnte es Guards auch nicht annullieren. So. Und Trigodia specialt nichts, also kannst Trigodia nicht annullieren. Also Urteil kann den Guards wenigstens annullieren. Ah, nicht Urteil, Warning. Ja, was Warning aber nicht kann, ist zum Beispiel Portal, das glaube ich, kann es nicht annullieren, weil das schon aktiv ist. Also. Portal? Ja. Welches Portal? Ja, Six Sam. Achso, Gateway. Ja, ist ja wurscht. Also das kannst du auch nicht annullieren, wenn das schon aktiv ist. Ja, also Warning kann den Effekt einer Karte aktivieren, der Monster Spezialbeschwörung beschwört. Und eine Normalbeschwörung oder was auch immer kann auch annullieren. Ja, und dann Urteil ist auf 1. Ja, Warning, man muss 2000 Lebenspunkte zahlen. Okay, das habe ich vergessen zum Sagen jetzt. Urteil, man zahlt die Hälfte der Lebenspunkte. Ist besonders im Late Game sehr gut. Und kann die Aktivierung einer Zauber- oder Fallenkarte annullieren oder die Beschwörung eines Monsters. Also keine Effekte oder so. Aber dafür kann man zum Beispiel jetzt einfach einen Dark Hole annullieren oder so. Das geht mit Warning nicht. Ja, das war eigentlich eh im Großen und Ganzen das Urteil. Das ist nicht sonderlich kompliziert. Das kann halt keinen Guards annullieren, weil es im Damage Step nicht geht, glaube ich. Oder was weiß ich. Auf jeden Fall Warning kann es nur annullieren, weil Guards ein Monster specialt. Also ja. Urteil kann sich nicht geben, weil es nicht negieren kann, so. Ja, egal. So, also Julian, wie gibst du deine Stimme? Urteil. Urteil? Ja. Wieso? Weil, ich kann es gar nicht so genau begründen. Ich mag das Urteil einfach mehr als das Warning. Erstens, Urteil ist billig. Warning kommt zwar zum Reprint, aber Seit Urteil ist kurzem ist es billiger, weil es billig. das Combo gibt. Also jetzt so mal so vom Nicht-Spielbarkeit und sowas. Aber auch von der Spielbarkeit finde ich einfach das Urteil. Ich weiß nicht, das Ding irgendwie Zauber- und Fallenkarten und auch Beschwörungen. Insofern, ja, ich kann es nicht genau beschreiben, aber ich finde es einfach besser. Ja, ist eine schwierige Entscheidung. Ja, ich gebe meines, glaube ich, dem Warning. Wahrscheinlich, weil es zweimal spielbar ist und das einfach gut ist. Zum Beispiel First Hermann beschwört irgendein Monster, setzt das Warning runter, wenn es nicht zerschossen wird durch MST oder so, ist das schon, hat man schon einen enormen Vorteil, finde ich. Aber was ich noch sagen muss, ich würde sagen, selbst wenn Urteil auf 2 wäre, ich würde es nicht spielen. Zweimal. Doch, ich schon. Ich nicht. Doch, naja, man Ich muss finde viel das. zahlen, aber trotzdem, ich würde es 100 pro spielen. Das Zahlen ist mir eigentlich scheißegal, weil. Da, also wenn du, ich zahle sogar oft, wenn ich mit 8000 bin. Ich weiß, ich auch. Es ist nicht so schlimm. Besonders Aber gerne eben. bei Dark Hole. Ja, eben, es kann manchmal viel, viel heftiger sein.
sein, alles zu verlieren, als wie dass du die Hälfte deiner Lebenspunkte zahlst. Ja, aber Warning, es ist richtig flexibel, es liegt bei mir nie tot unten, es kommt immer zum Einsatz, das Urteil liegt oft mehrere Runden unten und kommt nicht wirklich zum Einsatz. Es sind beides echt top gegangen. Ja, ich gebe meines dem Warning. Du deinem Urteil? Ja. Okay, 1-1, eure Meinung bitte wie immer in die Kommentare, falls mal wer das Video anschauen soll zur Abwechslung. Ja, tschüss.